So, obwohl wir könnten eigentlich mal vorher schlafen. Plötzlich erwacht ihr in Schweiß gebadet. Aus der Dunkelheit der Gewölbe hört ihr Geflüster. Ein Doppelgänger. Nee, 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 nicht Düner hier angreifen. Nicht. Okay, Düner hier Doppelgänger. Spiegelbilder meine ich. Genau, Düner hier beschwimmen und Doppelgänger und Doppelgänger umzubringen. Haben wir eigentlich noch Heilzauber? Nee, ne? Noch Kleinkram. Na gut, mach mal Kleinkram auf Düner hier. Du hast gar nichts mehr. Ja, mal schauen, ob im nächsten Bereich jetzt noch mehr Doppelgänger sind oder endlich der Ausgang. Weil das sah ja schon so aus wie ein Hauptquartier von denen. Und die drei, die Tessoril, Elminster und Gorion imitiert haben, schienen auch ein bisschen intelligenter zu sein als die anderen Kollegen von denen. Die haben sich ja meist durch ihre Aussprache und das Zzz und so weiter immer verraten. Aber die drei waren echt gut. Wie gesagt, Gerogon hat ihnen vertraut. Und der ist mit der Zeit schon ganz schön argwöhnisch geworden. So, nochmal Immun heilen. Du heil dich selbst. Und du nochmal heil. Nee, diesmal heilst du ihn. Und nochmal schlafen. Na komm. Jetzt nochmal schlafen. Ihr schließt die Augen und Kerzenburg schleicht sich in eure Träume ein. Blitzartig werdet ihr in eure Kindheit zurückversetzt. Ihr seid wieder der kleine Balk, der von Gorion durch die Tore der Zitadelle geschleift wird. Obwohl er damals schon ein alter Mann war, müsst ihr rennen, um mit ihm Schritt zu halten. Er eilt zu einer wichtigen Unterredung mit Ulrahund, dem Hüter der Schriften. In dieser Unterredung soll über eure Zukunft entschieden werden. Doch seltsamerweise könnt ihr euch nicht daran erinnern. Während ihr vor dem Bergfried steht, dringt aus seinem Inneren ein lautes Geschrei. Ganz anders als sonst erhebt auch Gorion seine Stimme und er scheint richtig zornig zu sein. Ihr fragt euch, warum er sich überhaupt die Mühe macht. Scheinbar möchte niemand in Kerzenburg euch beide um sich haben. Ihr zeichnet im Wasser eines Brunnen Formen nach. Als eure Aufmerksamkeit plötzlich durch eine Spiegelung im Wasser vom Streitgespräch abgelenkt wird. Ein großer Rabe hat sich auf einer Steinmauer niedergelassen und starrt euch mit seinen großen schwarzen Augen an. Über die Spiegelung des Wassers erwidert ihr seinen Blick und habt plötzlich Angst davor, dem Raben unmittelbar in die Augen zu sehen. Ihr denkt, seine Füße sind Krallen, kleine Skelettkrallen. Plötzlich öffnen sich die Tore des Bergfrieds und Ulrahund stürmt heraus. Er schaut euch einen Augenblick an, doch als er spricht, wendet er den Blick ab. Ihr könnt beide bleiben, verkündet er höhnisch. Doch prägt euch meine Worte ein. Dieses Kind wird euch den Tod bringen. Das Bild verschwimmt. Doch als es wieder klar wird, kommt Gorion aus der Burg. In dem Zustand, in dem ihr ihn heute kennt. Tot. Ihr richtet euren Blick wieder auf die Wasseroberfläche. Der Rabe ist weg. Doch ihr könnt euer eigenes Spiegelbild sehen. Eure Augen sind schwarz, so schwarz wie die eines Raben. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, will euch die Reflexion sagen. Ihr erwacht mit einem Schrei. Wie zu erwarten, habt ihr keine erholsame Nacht hinter euch. Ja, verständlich nicht. Wir haben ja so schon genug Gewissensbisse, dass wir da weggelaufen sind. Und jetzt auch noch das zu hören, wenn das eine wahre Erinnerung war, dann ist das ziemlich übel. Aber gut. Wir haben Vampirgriff bekommen. Vampirgriff ist eigentlich eine böse Fertigkeit. Wir sind aber immer noch rechtschaffen gut, oder? Puh, das kann sich auch ändern. Also wenn man als Paladin richtig Mist baut, zumindest im zweiten Teil, dann verliert man alle Paladin-Fähigkeiten. Dann ist er nur noch ein einfacher Krieger, der nicht alle Kampffertigkeiten benutzen kann. Also, ein ziemlich inkompetenter Krieger. Ah, diese Träume sind echt übel. Und ich sag ja, unser Charakter hat sehr viel mitgemacht. Der hätte sich wirklich abgöttisch gefreut, wenn das sein wirklicher Vater gewesen wäre. Was das Ganze jetzt noch schlimmer macht. So, das sieht jetzt aber doch nach natürlichen Höhlen aus. Das heißt, vielleicht kommen wir hier bald raus. Lasst mal im Moment durch. So. Jawohl. Ein
Ihr benötigt etwas, Fremde? Der war rot. Wer seid ihr? Ich habe Serevok erwartet, nicht irgendein Gesindel. Lügen tun wir nicht. Wir sind Söldner, die dem Eisenthron so zugesetzt haben. Das habe ich mir schon gedacht. Ohne Kampf wirst du an mir und meiner Truppe nicht vorbeikommen. Deine Truppe? Na gut, du... Was machst du? Du läufst einfach dahin, damit er dich nicht sehen kann. Du machst schon mal eine Haste auf die Gruppe. Du machst eine Furchtbann auf die Gruppe. Du trinkst noch nichts, weil wir nicht wissen, wie viele das sind. Und der Rest wartet ab. So. Alle Krieger dahin. Nanu? Ach, der hat sich unsichtbar gemacht. Du mach mal unsichtbares Entdecken. So, rauf da, rauf da, rauf da. Magisches Geschoss. Rauf da. Oh, oh, oh. Weg, 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 weg. Ihr beiden dahin, du dahin. Au. Das hätte in die Hose gehen können. Ach, das war nur ein Flammenstreich. Da kommt jetzt gleich noch ein Blitz. So, das war jetzt der Pratt. Aber wo ist seine Truppe? Na gut. Wir haben was zu lesen bekommen. Lauter Sachen für Düner hier. Oder wer auch immer es tragen kann. Eher nicht. So. Und? Truppe? Ah, da ist die Truppe. Allesamt mal dahin und Düner hier kann ihren Feuerstab endlich verballern. Oder auch nicht, weil er sich wegteleportiert. So, du, Feuerballstab, dahin. Du hältst so ein bisschen Abstand und ihr lauft vor dem Feuerball weg. Oh nö. Was war das denn? Boah, erlittener. Minze erlittener Schaden 8. Rettungsruf gegen Zauber und Tod. Ah. Na gut, damit werden wir fertig werden müssen. Du magische Geschosse, du Feuerstrahl, du rauf da, du rauf da. Da ist noch einer. Mach mal Furcht und du machst Lähmung. Auf den wird's nicht gehen, oder? Nee, aber Furcht hat er. Ja, macht sie tot, wir wollen hier raus und uns wiederbeleben. Gold nehmen wir mit. Oh, zu viel Zeug. So, wer hatte die Goldkette? Goldkettchen, der Charakter ist zu weit entfernt. Alle zusammen. Wo ist Minsk gestorben? Das ist Minsk, ne? Okay, er hat noch ein bisschen Platz, aber nicht allzu viel. Das ein Wurfball plus 2. Ah, Minsk hat auch den ganzen Loot von uns, den wir verkaufen wollten. Ja, das wird teuer. Weil das wird verrotten, bevor wir wieder hier sind. So, du. Nimm das mit. Oh, das war nicht Minsk. Wo ist dann Minsk gestorben? Ah, da. So, was müssen wir auf jeden Fall mitnehmen? Den Plattenpanzer. Den kann sogar Jahira tragen, das ist gut. Die Heiltränke kommen auch mit. Die Schlüsselsteine auf jeden Fall. Da. So, die Handschuhe kannst du so lange mal anziehen. Wow. Mal eben 4 Rüstungsklasse mehr. Das waren alles Sachen, die verkauft werden sollten. Na gut, du hast noch genug Tragkapazität, dann kannst du die erstmal mit... Ah, so viel dazu. So. Dann kann das auch noch zu dir. Gerugan hat jetzt noch ein bisschen Platz. Da tun wir... Ah, die wichtigen Sachen rein. Das und das. Ah, das sind Questgegenstände, die wir nicht mehr wirklich brauchen. So.
Aber er ist auch schon fast überladen. Dann haben wir noch plus 1 Ring. Die Armbrust wäre schick und der Zweihänder. Der Zweihänder ist so schwer. Ich mag es nicht, Sachen liegen zu lassen. So, 12 Punkte zu viel. Was kannst du da lassen? Die können weg. Das reicht auch schon. So, sei es verrotten, tut jetzt seinen Helm. Naja, ein stinknormaler Helm verrottet. Ein paar Heiltränke und eine Menge magischer Sachen, die wir hätten verkaufen wollen. Weil wir keinen Platz mehr haben. Jo, abspeichern. Und jetzt will ich nur noch hier raus. Oh, ich höre irgendwas knistern, zirpen oder so ähnlich. Phasenspinner? Dünner hier nicht in den Nahkampf gehen. Mach mal Spiegelbilder. So. Wir wollen raus. Wir wollen, was bist du? Ach, nee. Das ist genau das Gegenteil vom Raus. Es ist stecken bleiben. Aber Gott sei Dank, dass während der letzten Zeit im Mantelwald und jetzt genug Zeit vergangen, dass deren Rettungswürfe hoch genug sind. Weil sie halt mehr Level bekommen haben. So, dahin allesamt. Da geht's auch nicht raus. Kommt alle dahin. Ja, steckt keiner mehr fest. Gut, gut. Geht's da raus? Sagt man, dass da rausgeht? Boah, das ist ja riesig hier. Noch mehr Sprungspinnen. Darauf. Du magisches Geschoss. Du Flammenstrahl. Du Flammenstrahl. Ich will hier schnell durch. So, auf da. So. Oh, Jahira, Level up. Druide, bitte, bitte neue Heilzauber. Bitte, bitte neue Heilzauber. Ja, einen neuen Heilzauber, also neue große Heilung. Und hier nehmen wir nochmal noch ein Gewitter. 5 kannst du noch nicht. Gut, aber trotzdem. Jede große Heilung zählt, definitiv. Ha, das erinnert ein bisschen an die Minen von Nashkel. Ich hoffe mal, das dauert nicht so lange hier rauszukommen, wie die Minen gedauert haben. Das sind Statuen. Wo Statuen sind, sind Basilisken nicht weit. Das lassen wir mal. Hier geht's aber nirgendwo weiter. Was ist damit? Wird wahrscheinlich auch ein Basiliskenraum. Hm? Na gut, haben wir noch einen Spiegeltrank? Na gut, du benutzt mal deinen Monsterbeschwörenstab. Und zwar mitten in den Raum da. Dann hoffen wir einfach, dass die Basilisken auf die beschworenen Kreaturen gehen und wir sie schnell töten können. Dahin. Ich sagte, da beschwören und nicht dahin laufen. Genau. So, jetzt erstmal aus dem Blickfeld. Und dann rauf da. Du magisches Geschoss, da drauf. Du Flammenstrahl, da drauf. Ja, das. Oh, da ist noch einer. Oh, oh, oh. Kerugon sollte nicht in erster Reihe stehen. Ja, nee. Nee, 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 nee. Na gut. Wo wir schon dabei sind, dann laden wir auch gleich den Speicherstand, wo Minsk nicht tot ist. Und dann sparen wir uns ein bisschen Gelaufe. So, oh, ein neues Höhlensystem. Was könnte hier bloß sein? Lasst mal ganz zufällig Spiegelbilder zaubern und Furchtbannen und all so eine Sache. Haste. Und was haben wir noch? Ja, Elementarschutz. Ah, okay.
dahin. Jetzt gucken wir mal, ob der Elementarschuss wirklich nur eine Person ist. Oder ob das die ganze Gruppe ist.